Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays, Leute. Falls ihr euch über die etwas andere Audioquali als sonst wundert, wundert euch nicht, denn das Ganze ist mit dem Handy aufgenommen, beziehungsweise mit dem Handy-Audio-Rekord, aber ist ziemlich gut, finde ich, dafür, muss ich sagen. Ja, ihr habt wahrscheinlich viele Fragen und ich auch. Erstmal ganz kurz, wie ich dieses Video gerade aufnehme. Ich bin so viele Stunden schon wach, muss in 5 Stunden wieder aufstehen, liege in London im Hotelzimmer, weil ich hier bei einem Event war, was ich morgen auf dem Hauptkanal im Vlog zeigen werde. Aber natürlich ist auch an mir nicht, beziehungsweise ich habe mir natürlich sogar einen Wecker gestellt etc. Ich bin sogar später zum Event hier gekommen. Natürlich ist an mir auch nicht der Black Ops 4 Trailer und das Event vorbeigegangen, Leute. Ich habe mir natürlich Zeit genommen, ich wollte das unbedingt sehen. Deswegen kommen jetzt hier meine allerersten Eindrücke, beziehungsweise ja ein paar Dinge, die ich dazu sagen kann. Was ihr im Hintergrund seht, weiß ich auch nicht. Entweder ich habe ein paar Gameplays von meinen YouTube-Kollegen zusammengeklaut. Falls das so sein sollte, sind natürlich die entsprechenden Leute an der Stelle hier mal gegrüßt und vielen Dank. Aber ich habe das Ganze mit den meisten eh schon abgesprochen, dass ich mir da was nehmen kann, weil ich dieses Mal leider nicht nach L.A. reisen konnte, weil ich halt eben vertraglich nach London musste, in Anführungszeichen. Aber London war auch richtig geil. Und ja, ich denke mal, ich habe durch den Stream schon das meiste mitbekommen, was ich in L.A. hätte sehen können. Und es ist mega, mega krass, Leute, einfach das alles zu sehen. Und wie gesagt, ich weiß nicht, was im Hintergrund ist, keine Ahnung. Aber erstmal dazu, was ich so denke. Also als ich den Trailer gesehen habe, die ersten Sekunden, ich konnte es nicht fassen. Ich konnte es nicht fassen, wie gut es mir gefällt, Leute. Und ich weiß, man sagt das immer am Anfang, aber ich habe bei WW2, ihr könnt Anton fragen, ihr könnt die Jungs fragen, die damals beim Stream dabei waren, beim Reveal-Stream, wo ich in London auch war. Lustigerweise, der Kreis schließt sich, ich bin jetzt auch wieder in London. Ihr könnt die fragen. Damals habe ich schon meine Probleme, und das habe ich auch sogar auf dem Kanal Scorpion Plays gesagt. Ich hatte immer diese Probleme damit, ich habe die geäußert schon sehr, sehr früh, dass ich das Setting etwas zu alt finde von WW2 und dass ich das denke, dass es ganz schön langweilig wird für die Leute, und genau so ist es auch geworden. Jetpacks wollte ich aber nicht, und genau diesen Zwischenpunkt trifft der Black Ops 4 Trailer. Wir haben Specialists, was ich mega geil finde. Ich kann Leute nicht verstehen, die keine Specialists feiern, weil natürlich gibt es Leute, die sind so krass Verfechter von Oldschool, die sagen, ja, aber für mich zählt nur Oldschool und was damals war. Was für ein Bullshit. Specialists sind für mich eine coole Art und Weise, dass auch Anfänger das Spiel lernen können und ein bisschen Spaß haben können. Aber auch wenn du damit Skill hast, wie zum Beispiel mit dem Tempest in BO3, dann bockt es auch einfach für die guten Spieler. Es ist sozusagen abwechslungsreich, es ist mega geil für Competitive, weil wenn du weißt, der eine hat noch Active Camo, obwohl das Team eigentlich hinten liegt, dann kann er noch ein Play machen etc. Da gibt es so geile Sachen. Natürlich, eine Sache will ich hier direkt klarstellen, und zwar, ich weiß nicht, wie sich das Spiel spielt. Ich habe selber noch nicht die Hände an den Controller legen dürfen, aber das ist auch eigentlich erstmal egal, denn die Eckdaten, die ich so gesehen habe, haben mich voll und ganz einfach überzeugt, und ich freue mich extrem. Specialists, es ist so wie Black Ops 3, nur in Boots on the Ground. Und das finde ich so hammermäßig geil, Leute. Wir haben da einfach, ich habe das Gameplay gesehen und ich wusste schon, wie es sich anfühlt. Mit den weißen Killpunkten allein, die angezeigt wurden. Es hat mich so an BO2 erinnert, Leute. Haptic hat mir gesagt, es gibt wahrscheinlich auch einen Orbi. Er ist sich nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich gibt es ihn, weil er hat da das Killstreak-Menü irgendwie gesehen oder so. Leute, ein Orbi. Ich habe auch bei Twitter, da könnt ihr mir mal folgen, Marcel Scorpion einfach, habe ich auch ganz viel getweetet zu dem Thema, was ich mir wünschen würde etc. Und ich bin so ultimativ hyped jetzt auf das Game, Leute. Der Battle Royale-Modus. Ey, das ist so krank. Er besteht aus den Favorite Maps der Community, mit Zombie gemischt, mit Origins gemischt. Leute, das heißt, es wird eine Map geben, auf der Battle Royale mit COD First Person, das habe ich mir immer auch für Fortnite gewünscht. Deswegen, ich fand PUBG auch immer von der Mache her, von der Optik her, geiler als Fortnite. Aber weil Fortnite so hart vom Gameplay überzeugt wurde, habe ich lieber Fortnite gezockt. Und einfach ein First Person Battle Royale, der geil ist, Leute. Ich werde mein Leben nicht mehr leben. Ich werde dieses Game nur noch suchten. Das wird so heftig. Beziehungsweise, man weiß ja nicht, ob man den Battle Royale Modus überhaupt richtig suchten wird. Vielleicht wird man auch die anderen normalen Spielmodi mehr suchten. Wie gesagt, wenn ihr einen News-YouTuber oder so sucht, dann seid ihr bei mir in der falschen Adresse. Es geht hier wirklich um mein Bauchgefühl einfach gerade. Ich liege einfach gerade im Bett, während ich das Commentary mache. So ein lustiges Gefühl. Ich habe unendlich viel eigentlich noch zu sagen. 5 gegen 5 zum Beispiel ist jetzt auch angesagt. Nicht mehr 6 gegen 6 im Multiplayer. Ist eine Sache, die ich eigentlich nicht schlecht finde. Denn ich mochte auch immer sehr, sehr gerne Multiteam.
Und das war ja 3 gegen 3 gegen 3. Also ich bin an kleinere Teams generell immer schon gewöhnt gewesen, weil du hast nicht so viele Teammates, die die Kills klauen. Natürlich hast du auch einen Gegner weniger. Aber wenn du es schlau machst, wenn du die Spawns schlau spielst, ist es ein Vorteil für dich. Es kann weniger random Zeug passieren. Und 6 Leute auf einem Haufen zu spawnen, brauchst du ja auch nicht. 4, 5 reichen da eigentlich meistens aus. Deswegen sind teilweise die heftigsten Gameplays in Lobbys erspielt worden, die nicht voll waren. Und da freue ich mich natürlich auch drauf, auf diese ganzen Gameplays. Und es gibt die Hundestaffel und es gibt den Firebreak und Seraph, meine Ex-Freundin, ihr wisst es ja, wer den Witz noch kennt. Und da habe ich auch was auf Twitter dazu geschrieben, warum im Übrigen in letzter Zeit, beziehungsweise jetzt kommt ja der COD-Monat und jetzt auch die Black Ops 3-Woche, in der wir uns gerade befinden. Aber viele haben auch gefragt, und ich will jetzt mal ganz Realtalk-mäßig beantworten, viele haben auch gefragt, Marcello, wieso kam denn eine Zeit lang gar nicht so viel COD hier? Und ihr müsst euch vorstellen, Black Ops 3 ist das COD, was am meisten geklickt wird und auch mit am meisten Spaß macht. Und ihr müsst euch vorstellen, als YouTuber musst du immer auch ein bisschen drauf gucken, dass die Klicks da sind. Wer was anderes sagt, der lügt euch einfach an. So wollte ich niemals sein. Und es ist einfach nur mal so, in Black Ops 3 war ich vor ungefähr einem Jahr einer der größten YouTuber der Welt in Black Ops 3. Also als diese DSDSU-Phase war, Leute, hatten wir einen 10 Millionen Klick-Monat mit Scorpion Plays, was unglaublich ist. Ich war der größte COD-Channel, der drittgrößte Scuff-Partner, also der größte COD-Channel Europas, der drittgrößte Scuff-Partner. Ich hatte quasi alles erreicht mit Black Ops 3 und jeden Tag ein Video gemacht. Ich bin immer noch der Meinung, ich bin der YouTuber, der am meisten Black Ops 3 Videos in Deutschland rausgehauen hat, weil ich eben jeden Tag rausgehauen habe. Ich meine jetzt von den Großen, die man halt so kennt. Und ich habe jeden Tag über eine so unendlich lange Zeit Black Ops 3 Videos rausgehauen. Und irgendwann war der Punkt erreicht, da hatte ich alles gemacht. Und ich habe einfach nach etwas gesucht. Nach etwas, was jetzt den neuen Anreiz bietet. Weil was soll ich in dem Spiel auch machen? Ich habe auf Gameplays reagiert, schon als allererster mit DSDSU. Bevor das überhaupt im Trend war, Reaktionsvideos zu machen. Ich habe viele Nuklears erspielt, viele nice Live-Gameplays. Alle Challenges der Welt gemacht. Und irgendwann war Schluss. Versteht ihr das, Leute? Aber Black Ops 4 gibt mir endlich wieder die Chance, richtig durchzuziehen mit Videos, die mir Spaß machen werden und den Spaß am Zocken wiedergeben. Und der Liga-Modus aus BO2 kommt zurück. Leute, ich kann wie gesagt nicht alles wiedergeben. Checkt auf jeden Fall den Trailer ab. Checkt die Tweets dazu ab. Es ist unglaublich, was dieses Spiel alles für uns bereithalten wird. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, diesen Trailer anzuschauen. Es würde mich sehr, sehr interessieren, Leute. Es gibt so viel, über das ich ja noch reden könnte. Es ist krank, wirklich. Es ist total krank. Und ich bin der Meinung, dass wir da... Alter, ich kann es mir noch gar nicht ausmalen, Leute. Ich hoffe, die Beta kommt bald. Und die Gamescom ist ja auch nicht mehr lange hin. Dass wir halt dann relativ schnell auch Gameplay von mir erspielt hier hochladen können. Und Leute, allein wenn ich mir überlege, der Hauptkanal hat im letzten Monat 12 Millionen Klicks gemacht. Was komplett geisteskrank ist. Jeden Tag Upload. Jetzt hier auch jeden Tag Upload. Diesen Monat werden es wahrscheinlich so 3-4 Millionen Klicks. Um das mit uralten CODs. Jetzt stellt euch mal vor, wie krass das alles werden würde, wenn mir das Spiel, was ich zeige, auch noch, wenn das Spiel auch mal Hype hat. Leute, das letzte Spiel, was ich hochgeladen hatte, was richtig Hype hatte, war eigentlich Black Ops 2. Und dann kam Fortnite und in diesem ultimativen Hype konnte ich halt einfach nicht mithalten. So. Und ihr müsst euch jetzt einfach mal reinziehen. Wenn ich dann auch noch mit eurer... Also ihr seid wirklich die krasseste Community. Jeden Tag uploaden und dann solche Klicks ist krank. Und Leute, wenn wir auch noch ein gehyptes Spiel haben, was haben wir denn bitte? Wir werden Spaß haben, wir werden zusammen alles abräumen. Das wird eine ultra geile Zeit. Ich freue mich da extremst drauf. Wir haben quasi dann alles. Auf einmal haben wir dann alles und ein gehyptes Game. Ich will nicht wissen, wie sich das Ganze YouTube-technisch noch entwickelt, Leute. Ich werde mir so krass den Arsch für euch aufreißen, das verspreche ich euch hier hoch und heilig. Ich bin so, ganz ehrlich, wenn ich an den Trailer denke, ne, ich bin wirklich beim Anschauen des Trailers bin ich direkt dreimal gekommen, habe ich bei Twitter auch geschrieben, weil ich so krass fand, mich so extrem gefreut habe, weil alles so aussah, wie ich es mir wirklich vorgestellt habe. Ich werde es vielleicht auf jeden Fall auch nochmal reinziehen, Leute, wobei dann werde ich wahrscheinlich bereuen und sagen, boah, ich hätte noch so viel mehr sagen müssen. Hundestaffel kommt zurück, Boots on the Ground in einem geilen Zeit-Setting, keine Wallruns, trotzdem kann man sliden. Das ist das Ghosts Movement, weil Dolphin Dive mochte ich ja sowieso nie. Leute, ganz ehrlich, geht's eigentlich noch besser? Ich meine es gerade ernst, geht es noch besser? Also für mich nicht, definitiv nicht. Okay, man kann sagen, die einzige Sache ist diese Health Regeneration, also dass man sich quasi sein Leben anders wieder aufladen muss als vorher. Okay, da wird man sich schnell dran gewöhnen. Ich habe aber bei Twitter schon gesehen, dass viele geschrieben haben, die schon in L.A. gezockt haben. So schlimm soll das gar nicht sein, so gewöhnungsbedürftig.
Und Leute, ich bin erstmal raus für heute. Ich weiß gar nicht, wie ich diese ganzen Eindrücke in ein Video packen soll. Ich hoffe, ihr kriegt das ganz gut hin, das alles zu verstehen und so. Lasst ein Like, da würde ich mich freuen. Kommentiert, wie ihr den Trailer gefunden habt. Und ich bin raus für heute. Haut rein, bis morgen und ciao.